Punkt 1 ist, ich weiß, dass ich keine Hose anhab und wir wissen alle, dann werden die Podcasts, vor allen Dingen, wenn ich Mikro habe, immer besser. Zweitens haben wir 2 Uhr nachts. Und ich weiß nicht, wie zurechnungsfähig ich noch bin. Aber wir versuchen das mal. Drittens, Herzi YouTube hat eine Frage gestellt unter dem Video, was ich heute veröffentlicht habe, zum Thema, warum du dir eine KTM kaufen solltest. Und die Frage, die er gestellt hat, die ist so groß, da möchte ich gerne in diesem Podcast drauf eingehen. Und zwar hat er gefragt, was sagst du denn zu solchen dummen Sprüchen wie keine 1000 Meter oder kick 1000 Mal? Meiner Meinung nach, so. Und das Ding ist ja generell dieses allgemeine Große, dass viele Leute Zahnschmerzen kriegen, wenn sie das Wort KTM nur hören. Und ich weiß, wo das herkommt. Und ich weiß, was man dagegen tun kann. Das ist das, was ich die letzten 4 Jahre hier auf dem Kanal gemacht habe. Die Frage ist ja, mit was vergleiche ich mich? Was erwarte ich von einem Motorrad? Und wer bin ich? Und wenn ich hier, er hier, zwei linke Hände, dann ist KTM nichts für dich. Das gleiche gilt wie, ich komme von einer Honda CBR SC 2833, die hatte 175.000 Kilometer drauf, als ich die Luftfilter getauscht habe. Was guckt ihr denn so? Ach so, der guckt nicht passend, ne? Wie kann das denn sein, dass meine KTM, die als Wettbewerbsmotorrad irgendwie mal hergestellt wurde, nach 50.000 Kilometer auseinandergeflogen ist? KTM muss ja scheiße sein. Und da kommen wir nämlich auf den Punkt der Sache. KTM ist nicht scheiße, KTM hat einen anderen Einsatzgebiet und wo kommt es denn her? Im Zweifelsfall sind die ganzen LC4-Modelle ja mittlerweile 25 Jahre alt. Also je nachdem, von wo man anfängt zu zählen und wann dann die neueren Modelle kamen und wann es dann moderner wurde, ist es aber so, dass die ganzen Motoren und Motorräder, die gerade in den letzten Jahren wieder populärer wurden, als sie vorher mal waren, dementsprechend in die Jahre gekommen sind. Und wenn du als Honda CBR SC33-Fahrer mit 175.000 Kilometer das hingestellt hast und dich auf eine KTM gesetzt hast, weil dir das in der Jugend öfter mal untergekommen ist und du das vom Klang her geil fandst und weil das von der Optik geil aussieht und weil du dir vorstellen kannst, dass das auch geil fährt, du dir dann so einen alten Ritter kaufst, der vorher schlecht behandelt wurde, von jemandem, der Harley gefahren ist, der sich auch nochmal seinen Jugendtraum erfüllt hatte und dann mit Midlife Crisis 49 mäßig, da dann Kickstarter Moped Männer mäßig dann nochmal durchstarten musste, dass man dann zwei Leute erwischt, die dann nur schlechte Erfahrungen mit der Marke KTM gemacht haben, dass dann Kausalität und Korrelation durcheinander geworfen werden und dass dadurch dann schlechtes Image von KTM entsteht. Das ist das Problem, nicht KTM. Wenn ich mir einen hochverdichteten Einzylinder kaufe, der auf Basis eines Wettbewerbsmotors entwickelt wurde, wo von vornherein feststeht, dass einer nach einer gewissen Kilometerlaufleistung das Ganze eben überholt werden muss, weil die Dinger eine Literleistung von über 100 PS haben. Und du da mit einer falschen Erwartungshaltung rangehst, dann kann das nur unglücklich machen. Das ist wie, oh, jetzt hätte ich gerade einen ganz ekligen Vergleich gezogen. Das ist wie, ich finde jetzt gerade die Analogie, die war eigentlich perfekt, aber das darf man heutzutage nicht mehr sagen. Jetzt ist dieser Gedanke gerade weg, den ich hatte, wo ich hätte dran anknüpfen wollen. Deswegen wird Kommunikation jetzt ein Stück schwieriger, aber wir kriegen das hin. Was ich sagen will ist, KTM ist nicht schlecht. KTM ist auch nicht wesentlich besser als andere Marken. KTM bedient ein anderes Klientel, spricht eine andere Art von Leute an. Und diese Hochleistungs-Hochgeschwindigkeits-Autobahnritter, Uwe und Herbert, die dann zusammen nochmal beim Moped-Club Schnelle Kette nochmal mit einer LC4 Krach machen wollen, die sind nun mal der falsche Ansprechpartner für diese Modelle. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder auf Haltbarkeit eingehe, warum ich immer wieder sage, zwischen 25.000 und 35.000 Kilometer, it's supposed to be rebuilt von this kind of motor, you know? Das ist der Grund, warum ich diese Videos mache. Das ist der Grund, warum ich die Aufklärung mache. Das ist der Grund, warum ich sage, X-Modell ist vielleicht nicht für dich. Du wirst aber in einem anderen Segment bei KTM
fündig oder glücklich, wenn du Anspruch X an dein Motorrad hast und am Ende schließt sich dann der Kreis. Weil wenn du dir zum Beispiel eine SWM kaufst, steht in der Betriebsanleitung schon drin, dass der Motor nach 10.000 Kilometern revidiert werden muss. Das Gleiche hat, meine ich, auch für Husaberg gegolten. Und ich meine auch, dass bei KTM eine gewisse Stundenzahl immer angegeben ist, wo der Motor überholt gehört. Und wenn du dir so etwas kaufst, wo von vornherein feststeht, das gehört nach einer gewissen Stundenzahl überholt, dann muss man damit rechnen, dass das nach einer gewissen Stundenzahl auch überholt gehört. Stundenzahl ist ein schönes Stichwort. KTM gibt vor, nach X Stunden, lass uns sagen, 200 Stunden muss der Kolben getauscht werden bei einer EXC 450 oder 500 oder was weiß ich. Und die Jungs nageln alle 400, 500, 600 Stunden auf den ersten Kolben. Hat KTM dann einen schlechten Job gemacht? Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn das Ding dreimal länger hält, als es ursprünglich hätte halten sollen, okay. Hat KTM sogar marktwirtschaftlich hier zwischen den Fingern sogar einen schlechten Job gemacht, weil die hätten ja theoretisch das auch so auslegen können, dass es schneller kaputt geht. Aber die Jungs reizen das aus, vergleichen sich dann mit irgendwelchen Wettbewerbs-Enduro-Fahrern, wo ich dann auch immer sage, Leute, Vorsicht, ein Wettbewerbs-Enduro-Fahrer wie Graham Jarvis, wie was weiß ich wer, kann mit deutlich weniger Durchschnittsdrehzahl den Berg hoch im Vergleich zu dir, weil der die Technik drauf hat. Demnach kommt der mit einem Kolben wahrscheinlich wesentlich länger aus als du, im Bereich Zweitakter zum Beispiel. Und so erspinnt sich dann im Laufe der Zeit, wenn man dahinter gekommen ist, was die eigentlich von einem wollen, so ein gewisses Bild von diesem Motor. Und das ist das, was ich hier prägen möchte und immer versucht habe zu verbildlichen, was das eben bedeutet, wenn du dir einen 25 Jahre alten reinen Kickstarter-Einzylinder mit einem uralten, vergubbelten Delorto kaufst, wo Uwe, Heinz, Erwin und Kevin draufgehockt haben, wo Uwe und Heinz das schon versaut haben. Kevin hat es kaputt gekriegt und du kaufst dir die Baustelle. Wie glücklich möchtest du damit dann noch werden? Im Zweifelsfall mit meinen Videos dann am Ende relativ sehr, wie sich immer wieder rauskristallisiert, weil die Leute auf mich zukommen und sagen, gut, dass du das gemacht hast. Ich stand hier vor der Baustelle, läuft wieder, hat jetzt 25.000 Kilometer drauf. Ich freue mich des Lebens, ist wohl doch nicht so kacke. Stichwort Kacke mit K. Kick 1000 Mal, Kick 10 Minutes, keine 1000 Meter, wie sie alle heißen, ich habe sie schon alle gehört, alle rauf und runter. Die fragen mich auch immer, was bedeuten deine, seht ihr das hier? Was bedeuten deine drei Buchstaben da, KTM? Keine Tittenmädchen, was weiß ich, irgendwas? Haha, was haben wir alle gelacht, gegrölt? Ich habe mich fast nicht mehr eingekriegt, bevor dass ich hier bin. Das kommt ja daher, wenn Kai und Uwe das Ding behandeln wie eine Vierzylinder, das einfach im Winter hinstellen und wieder rausholen wollen und dieser uralt eklige, angegammelte, 20 Jahre alte Vergaser da drin sitzt und das dann plötzlich nicht mehr anspringt. Und Kai und Uwe dann schweißnass vor der Garage stehen und sich wundern, warum das Ding nicht mehr angeht, weil die Dinger eben empfindlicher als andere Modelle auf gewisse Umstände wie schlechter Sprit und Co. reagieren, weil hochverdichtete Einzylinder. Weil dies, weil das, weil alter Vergaser. Weil bei einer Vierzylinder merken die meisten das gar nicht, wenn die nur noch auf drei oder auf zwei Pötten irgendwann durch die Gegend fahren, weil läuft ja. Und dann ziehen die Vergaser bzw. die Kolben dann irgendwann den alten Sprit dann noch mit durch und irgendwann sind Zylinder 3 und 4 wieder da. Beste Moped von Welt. Das fällt halt auf bei einem Einzylinder, weil Zylinder 2, 3 und 4 eben fehlen. Dann macht sich dieser Handhabungsfehler dann eben wieder bemerkbar, wo sich wieder der nächste Kreis schließt. Wenn du eine LC4 nimmst und die sauber eingestellt ist und da vernünftiger Sprit drin ist und das Ding vernünftig gewartet ist, kann ein siebenjähriges Mädchen das Ding mit der Hand anschmeißen. Das meine ich genauso, wie ich sage. Nur über den OT drücken, bräuchte sie vielleicht ihr ganzes Körperchen. Weil siebenjährige Mädchen, keine Ahnung, wie schwer sind die? Weiß ich nicht. Dafür bräuchte sie dann vielleicht beide Arme und müsste daran ziehen, um über den OT zu kommen. Und danach könnte sie das mit dem langen Arm einfach runterdrücken und das Ding springt an. Alles andere ist ein einfacher Bedienerfehler. Weil bei KTM gilt, der Fehler ist meistens 40 cm vom Lenkrad entfernt. Das klingt hart, aber meistens ist es so. Und dabei rede ich jetzt nicht von diesen Fehlern und Problemen,
die ab Werk aktuell stattfinden. Ich weiß, 701, Nehmerzylinder, dies, das, jenes, hast du nicht gesehen, Probleme hier, Probleme da. Ich war ja selber betroffen mit der 23er EXC, Federbein undicht, Schrauben nicht fest, Ventilsitze schief, was weiß ich. Weiß ich alles. Aber davon, da reden wir von aktuellen Modellen. Und mein Hauptding ist ja nun mal einfach LC4, die älteren Baustellen. Und wie gesagt, 20 Jahre altes Material, 20 Jahre alte Vergaser, 20 Jahre alte Kolben stellenweise, ne? Und durch x Hände gegangen, x mal falsche Handhabung, x mal dies, x mal das. Und am Ende ist Marvin dann da, der sich das gekauft hat und dann in die Röhre guckt. Dann ist KTM scheiße. Nope. Die falsche Handhabung vorher war scheiße. Das ist eben das. Deswegen mache ich auch Videos drüber, wo ihr dann Augen auf beim KTM-Kauf lernt. Und das wird dann ja auch in der Luft zerrissen. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Leute, die sich das annehmen wollen, da dann immer gut mitfahren, auch in Zukunft gut mitfahren werden. Und eben dafür sitze ich hier. Und die, die mir nicht zuhören wollen, die lassen es dann halt und fahren dann halt weiter ihre GPZ 500 von 1983, weil die läuft ja so gut auf drei Zylindern, ne? Haben wir das mal auch geklärt. Das ist mir auch irgendwie ein stößt mir immer wieder sauer auf, weil ich dem Ganzen irgendwie ein Stück weit mein Leben gewidmet habe und das zum Spaß mache, aber irgendwo auch nicht zum Spaß, sondern weil ich das Bier ernst meine, wenn ich euch gewisse Sachen sage. Das heißt nicht, dass ich mich in Zukunft mal vertue, aber bei diesen ganzen Sachen, die ich euch im Bezug auf die Handhabung oder was weiß ich was, Haltbarkeit, Reparatur, Wartung, wie man das handzuhaben hat, wie die Haptik mit dem Material ist, das meine ich dann doch schon sehr bierernst, weil ich ja möchte, dass ihr möglichst lange mit eurer Kiste von A nach B kommt und zwar so, wie ihr euch das vorstellt. Und das ist eben der Grund, warum ich hier jetzt mal immer so schön ausgeholt habe und hoffe, dass es irgendwie Sinn ergibt für die, die mir zugehört haben. Bin aber auch noch nicht ganz fertig. Oder doch? Ja, schade, dass der nicht geschnitten wird. Ah, jetzt fällt's mir ein. Eine weitere Nachricht war, dass mir jemand aus erster Hand sagen konnte, dass im KTM-Werk nicht gespart würde. Da komme ich jetzt auf die neueren Modelle zu sprechen, weil es da ja auch Theater und Faxen gibt. Er hat geschrieben, sinngemäß, beziehungsweise fast sogar wortwörtlich, könnt ihr jetzt nachgucken, aber ich habe keinen Bock, dass im KTM-Werk nicht gespart wird, dass dort jede Menge Entwickler und was weiß ich was eingestellt wurden. Da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Nur weil du viele Entwickler einstellst, nur weil du viele Ingenieure einstellst, nur weil du viele was weiß ich was einstellst, heißt das nicht, dass du dadurch bessere Produkte entwickelst. Wo sind die Entwickler von den ersten SXF und EXC Motoren, wo die Doppelnocker hatten, beziehungsweise die SXF Motoren hatten ja von vornherein dann grundsätzlich, beziehungsweise genau wie 350 Doppelnocker Motoren. Die waren ultra gut. Wo ist der Entwickler davon hin? Ich meine, ich sage nicht, dass die neuen EXC Motoren schlecht sind. Ganz bestimmt nicht. Die Motoren sind richtig gut geworden. Aber wo ist der Entwickler von dem Doppelnocker hin? Du brauchst nicht viele Entwickler, du brauchst gute Entwickler. Du brauchst Leute, die da Bock drauf haben auf ihren Job und nicht da wegen irgendeinem Geld sind oder wegen irgendeinem Status oder sonst irgendwas, sondern weil die das machen wollen. Du kannst nur gute Sachen machen, wenn du da Bock drauf hast. Und leider entwickelt sich das ja eher dahin, dass irgendwelche Aufträge an irgendwelche Ingenieurbüros dann vergeben werden. Kriege ich auch ständig immer wieder von mit, wo der beste Preis angeboten wird, wo dann aber kein Ingenieur an dem Schreibtisch oder an dem Bildschirm sitzt und irgendwas entwickeln soll, weil der da Bock drauf hat, sondern weil der da angestellt ist in diesem Büro und dann wird ein Konglomerat an schlauen Köpfen zusammengesteckt und die sollen dann ein tolles Produkt entwickeln, was aber ja nicht auf den Endverbraucher ausgelegt ist, sondern nur um den dicken Reibach zu machen. Und wenn du viele Leute und Entwickler für verschiedene Modelle einstellst, muss auf der anderen Seite irgendwo gespart werden. Und das ist dann meistens die Produktion. Zumindest kommt es mir so vor, wenn ich mir meine EXC angucke. Also eure EXC, unsere EXC, meine EXC, wie auch immer. Ich habe den Brief, also aktuell meine.
Das erklärt also nicht, wo die aktuellen Probleme herkommen, die KTM seit gefühlt 5 Jahren so hat. Und das zieht sich ja irgendwie durch. Was so ein bisschen außen vor ist, sind die 1290. Teilweise haben die auch ihre Malessen, aber lange nicht so viel wie 701, SMC und so weiter. Und man muss da dann auch noch wieder ein Stück weit unterscheiden. KTM AG, KTM Händler, Käufer. Wenn du als Käufer dann zu deinem Händler gehst mit einem Problem und der Händler dann zu dir sagt, ja, das ist bei einer 701 so, da musst du mit leben, dann hat dein Händler einen an der Waffel und dann würde ich mir einen anderen suchen. Weil eigentlich ist der Job dann, und da haben die keinen Bock drauf, Kunde geht zu Händler. Händler sagt, okay, Kunde, tut mir leid, Kunde, hier hast du einen neuen Deckel. Und Händler geht dann zu KTM und sagt, gib mal einen neuen Deckel, weil der alte, den du an die Karre gebastelt hast, der ist undicht gewesen. Und dann muss KTM sagen, ja, okay, Händler, gebe ich dir einen neuen Deckel, schick uns den alten. Kreis geschlossen. Dann können die fehlermanagementmäßig da mal nachgucken, warum der undicht geworden ist. Da kommen dann solche Sachen zum Beispiel dabei raus wie Rückrufaktionen. Liegt hier auch noch ein netter Zettel, wo ich hinterher darf. So, und dann ist das doch in Ordnung. Fehler passieren, das ist okay. Gerade bei so großen Unternehmen ist das okay. Aber wenn diese Lücke nicht geschlossen wird, nämlich der Händler, weil der Fax macht und keinen Bock drauf hat, sich um den Kunden zu kümmern, weil das ist aktuell, glaube ich, das allergrößte Problem, dann kriegt KTM auch nicht so die Rückmeldung, wie es dem Kunden eigentlich geht, weil der Händler dazwischen steht und einfach nur noch, was wieder Firmenpolitik ist, kann ich irgendwann anders mal drüber reden, aber der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann ist das schwierig. Und ich suche auch nicht nur die Schuld beim Händler. Das ist irgendwie so ein Zusammenspiel aus KTM AG und Händler. Da ist ein Kommunikationsproblem, da ist ein Politikproblem, da ist ein marktwirtschaftliches Marketingproblem. Da gibt es viele Probleme und im Endeffekt ist dann der Käufer, der Dumme, der an KTM rangetreten ist, KTM das Vertrauen geschenkt hat und KTM ihn enttäuscht hat, wo wir wieder beim Anfang wären. KTM ist scheiße. Und das ist einfach nicht so. Wie gesagt, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, KTM ist nichts für mich, das vibriert mir zu doll, das ist zu ruppig, das was weiß ich, ist. Verstehe ich alles. So, dann fahr GPZ, alles gut, mein Segen hast du. Aber wenn du KTM fahren möchtest und auch diese Schwierigkeiten triffst, die ich jetzt alle so benannt habe, dann wird es stellenweise schon ziemlich zäh. Und da kommt dann eine ganz besondere Charaktereigenschaft von einem wirklichen, ehrlichen KTM-Fahrer dazu, wo ich heute nicht drüber gesprochen habe, aber KTM-Fahrer sind unfassbar leidensfähig, eben wegen dieser ganzen Sache. Und wer das alles auf sich nimmt und sagt trotzdem, das ist das Beste, was ich hier gefahren habe, das macht unfassbar viel Spaß, ich nehme die Probleme auf mich, das sind dann richtig harte Wichser. Das sind dann richtig hammerharte Hunde, wo ich ganz, ganz viel Respekt vor habe, dass man da sich das dann so lange, so hin baut und umbaut und repariert, bis es dann so ist, wie es am Ende sein soll. Und zu den Leuten gehöre ich, wie man vielleicht an der ein oder anderen Art und Weise, wie ich an gewisse Sachen rangehe, dazugehöre und das lebe und das ernst meine. Was aber nicht bedeuten soll, dass ich die ganzen Probleme witzig finde, was wiederum der Grund dafür ist, dass ich hier heute gesessen habe, denn der Podcast ist jetzt zu Ende. Ich würde auch gerne noch diese anderen Klamotten, die mir noch geblieben sind von dem Tag, auch noch mich entledigen und mich in die Waagerechte begeben, weil ich gerade merke, dass ich wieder aufdrehe. Und bevor ich wieder über meinen Punkt drüber weg bin und wieder die ganze Nacht arbeite, mache ich jetzt Schluss. Wie wäre das? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Dreh einen gewissen Blick auf gewisse Sachen bekommen. Eine Idee davon, wie ich darüber denke, dass ich das alles nachvollziehen kann, dass ich auch kein blinder Fanatiker bin, sondern dass einfach die Liebe zu diesem Modell einfach echt ist und dass ich alle Seiten verstehen kann und versuche dann dafür Lösungen oder Argumente zu finden, um das verständlicher für alle zu machen. Ich bin voll im Bilde drin. Ich kenne die eine Seite als auch die andere. Um das hier nochmal zu sagen, ich habe das auch schon im Livestream erzählt. Ich arbeite für den KTM-Shop unter anderem. Ich mache deren Social Media. Alles, was ihr da auf Instagram seht, kommt von mir aus meiner Hand. Facebook, Dito. Wenn du Social Media Mensch bist, Influencer und du sprichst den KTM-Shop an, dann sprichst du in der Regel mit mir. Ich weiß gewisse Sachen mehr als andere. Ich habe gewisse Einblicke hier und da. Ich weiß so ein bisschen, was hinter den Kulissen läuft. Bisschen mehr als der Durchschnitt. Deswegen kann ich gewisse Sachen sagen. Deswegen kann ich mich
in beide Seiten reinversetzen, weil ich ja sowohl Anbieter so gesehen bin als auch Konsument. Ich versuche halt immer so ein bisschen kommunikativ da die Waage zu halten. Aber am Ende des Tages bin ich eher Konsument, also eher der Fahrer als der Fotosmacher und Schrauber vor allen Dingen. Und deswegen setze ich mich hier hin und versuche da mal mit einem großen Scheinwerfer mal so ein bisschen drauf zu leuchten und hoffe, dass da was für dich dabei war. Wenn ich mal mehr ins Detail zu gewissen Sachen gehen soll, über die ich reden darf, das würde ich im Vorfeld abklären, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hier ist Feedback besonders wichtig, ganz, ganz wichtig. Kommentare schreiben, wichtiger als alles andere. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder, weil ich keinen Fehler for Friday habe für Freitag, weil mir kein Fehler untergekommen ist. So viele sind es dann doch nicht, dass es dann plötzlich für wöchentlich reicht. Ey, ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß. Wie gesagt, Kommentare, abonnieren, den ganzen Quatsch machen, der mich unterstützt. Schadet nicht. In diesem Sinne, tschüss.